Daten. Ja, den haben wir auch. Ist das nicht Account-Sharing? Ich wollte gerade sagen, auf dem Client? Nein. Zum Reviewen? Ich habe keine Ahnung, wie die da sind. Das ist voll okay. Also Leute, jetzt haben wir gar keine Bands mehr außer Draven, oder? Wir sind einfach dieselben Champions, wir wollen ja alles andere sehen. Ich meine, das ist nett von denen, dass sie weder Zac noch Riven spielen, aber ich würde die einfach trotzdem bannen, weil wir die nicht sehen wollen. Könnten wir Lucian Namen begegnen bei KIT? Denke schon, ja. Warum? Aber ist das wirklich so? Aber ist es nicht aus dem Nichts gegriffen? Also haben die nicht einmal gespielt, glaube ich. Also ja, die sind gar nicht, die haben, glaube ich, nicht einmal Lucian gespielt. Dann war einfach Nami, oder? War mal Lucian. Benennung falsch. Oder Nami, whatever. Actually, dann lieber Lucian, weil Nami könnt ihr spielen. Zu spät. Okay. Haben sie Nami gespielt? Die haben bestimmt schon mal Nami gespielt, weil Nami kannst du mit vielen Paaren. Lass mich nachschauen. Du musst dich einloggen, Tunsen. Achso. Soll ich dann Lucian auch noch bannen? Jetzt ist eh schon zu spät, es wäre fürs nächste Game. Ja, ich muss es eh noch runterladen. Ich bin Lucian auch noch. Okay. Die spielen Nami. Ja, warum nicht ein Lucian-Game, auch nicht ein Solo-Q? Ich dachte, sechs haben sie Nami. Genau. Echt, das mit den zwei Lucian-Games, 100% Winrate. What a monster. Oh, okay, krass. Der Zeri, das heißt, die gehen zu mir wahrscheinlich. Wir bleiben bei Thalia. Mann, das ist gute Practice, oder? Lane war gut, oder? Also war fein, fand ich. Ready? Ja, ich meine, klar, wir können die immer picken. Aber ich bin eigentlich sehr confident in die mittlerweile. Lass rein ein Game oder zwei machen oder so. Ich würde hier practice-wise Twitch spielen. Wenn wir aber was anderes probieren wollen, können wir actually alles in die Serie reinspielen, was ihr wollt. Wenn du willst, mit Twitch gegen KT spielen. Wenn die Serie picken, ja. Dann practice. Finde ich geil. Mark Hyper Carry ADCs. Ja, vor allem, wenn die jetzt E-Girlen, können wir auch for free E-Girlen mit dem Twitch. Yes. Und wie ist es, jede Draft ein Problem, genug AD zu haben? Hyper Carry ADC löst das sofort. Glaubst du, letzte Runde Ornn wäre besser gewesen, als Sejuani zu blinden? Besserer Blind auf jeden Fall, ja. Safe. Würde aber ähnlich gegen Olaf aussehen. Bloß Ornn ist halt safer. Kann man mit Serien in Millisupport spielen? Ich hasse Asien, ne? Ja, das ist aber klar. Also wenn wir Thalia first picken, dann laufen wir natürlich immer in Azir, Viktor und so rein, weil das halt einfach gute Matchups sind. Viktor finde ich nicht schlimm, aber Azir ist halt, der wollte dich halt immer weg. Das ist auch nicht so bad. Hast du den? Aber zum Beispiel Azir gegen Twitch ist schon nicht so geil, ne? Weil, also du wirst schon outranged. Aber Esri ist eigentlich auch sehr gut gegen Twitch, gegen Azir. Ja, aber Esri ist shit. Honestly, ich glaube, das ist ein Trundle-Engel. Trundle? Ja. Okay. Aber probably Seju top, ne? Musst du bedenken. Bist du jetzt schon top picken? Oder wollen wir jetzt schon Support picken? Wir können ja Gwen gehen gegen Seju top. Kann dann immer noch. Erstmal Gwen gehen, erstmal. Wir könnten aber auch einfach Lulu hier picken. Ja. Warum? Können wir auch machen. Ich habe genug Champions. Und die Seju ist Flexpack, deswegen ist Gwen nicht in Value. Lulu. Nein, wir picken kein Lulu. Okay, pick Jungler oder Gwen. Vorschlagen. Aber wir haben noch nie. Also woher kommt das? Warum denkst du, dass Lulu gut ist hier? Weil Lulu Twitch die beste Hypercarry Botlane ist? Nee. Wie, nee? Aber wir haben nicht einmal über Lulu geredet. Noch nie. Das kommt so out of nowhere. Also wenn die jetzt ausspielen würden... Wäre nicht Yumi einfach besser? Nee, mit Twitch nicht. Also mit Twitch fühle ich Lulu mehr. Wenn die Sejuani Jungle flexen, die spielen jetzt Jax, Führer, Irelia, was auch immer, dann ist es eine gute Kombo. Wollen wir Jax bannen? Oder wollen wir sagen, die spielen Seju top? Wie du möchtest. Also deswegen KIT spielt Jax. Also wenn die Sejuani flexen können, dann würde ich Jax bannen. Wenn die, aber wenn dann, die ja, können. Aber deswegen lassen wir jetzt Jax offen. Genau. Um nämlich zu sehen, was das Ergebnis ist. Was bann ich dann hier? Ja, aber das ist doch einfach, okay, I mean, do it. Sehe ich nicht die Logik, aber let's get it. 2 Sekunden? Ich weiß eigentlich, wie du bannen solltest. Neu dir. Lulu dann selbst, oder nicht? Ja, kannst du machen. Ja, aber leider late. Soll ich den oder Cassidin, auch gut. Fand Cassidin hier scary, ja. Soll ich sagen, ist es Lulu oder ist es fein für euch so? Ist auch so fein für uns. Okay. Findest du die Logik nicht so nicht gut? Wenn jetzt, wenn wir bei KIT erwarten mit Jax, dann lassen wir Jax offen. Ja, aber ich würde ungern gegen Jax Sejuani spielen. Ja, wir würden hier niemals gewinnen gegen Jax. Ja, aber du kannst aber offen lassen. Das wäre einfach bad. Wir würden niemals hier Jax offen lassen, nie im Leben. Würde ich agreeen. Okay, fürs Lane-Matchup ist vielleicht nicht so worth. Ich bei dir. Aber vielleicht flexen sie es auch gar nicht. Who knows? Alright, gib mir Input. Ich denke, Rakan könnte gut sein. Hier. Also ist einfach gut mit Twitch. Mhm. Dann brauche ich noch irgendeinen Diver als Jungler. Mit Rakan, Gejaven.
Willst du durch Javan jetzt pingen oder Akan? Ja, Javan. Die Jawa war immer Counter zu Javan, ne? Früher. Nein. Okay. Nicht gegen Aurix, Javan 30 mehr, dann bittet die Haste war Chilling. Nicht. Also, das war immer ein Free-Matchup. Okay, okay. Nochmal Yumi? Yumi Practice? Ich meine, ich habe auch gerade mal ein bisschen Mechanical Brawlers. Ich hab Yumi gebannt. Guys, das war. Wir bannen unsere eigene Yumi? Wenn wir, ja, Twitch Yumi ist schon sehr gut, ne? Ja, ist auch Double, ja. Ist es. Und hier wäre es wahrscheinlich sogar besser gewesen, Yumi zu picken, weil Zeri Yumi halt scary ist. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist auch ich könnte jetzt nämlich Zulu spielen. Oh, das ist voll geil, dass sie jetzt Lee picken, ne? Aber Zulu ja, ist doch. Das ist top jetzt, ja. Und kein Jax, ja. Ja. Aber ja. Also was hier auch noch eine Option ist, wäre halt... Okay, weil wenn du jetzt Zulu gegangen wärst und die Kara picken, wären wir nicht fucked? Bro, aber du bist mit jeder E-Girl plus Twitch-Botlane, bist du... Du hast nie ein Winning-Matchup. Aber dafür auto-winnst du das Game halt auf 3 Items. Okay, jetzt, ich habe eine Frage, die ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Ja, na? Shit. Haben wir schon jemals ein Game verloren, in dem wir Karma first picken und triple flexen? Nee. Aber wir sollten jetzt Karma picken. Als Last Pick. Das ist gut, dass du die Frage mal gestellt hast, Freddy. Oder? Ja, aber ich meine nicht als Last Pick, weil das, also die Frage ist, lohnt sich für uns der Talia first pick so sehr? Wenn Talia fucking broken ist, immer, ja. Und ich glaube, sie ist fucking broken. Also wenn dein Champion gegen deren Draft ist insane, Talia, no? Ja, ja, aber ist klar. Also wenn du Talia sagst, du machst mehr auf anderen Talia ist sehr, sehr broken, aber die Sache ist, dass irgendwie Karma so wichtig für uns ist, no? Du hattest wegen Last Pick mit dir. Ja. Nee, Brücke, was also kommt mal, was wir einen Draft dafür kriegen. Ich denke, du gehst ja Clans, no? Du gehst ja Clans, dann gehe ich hier. Also zum Beispiel, jetzt sind wir und schon sehr appealast. Ja, das ist immer ein Problem, dass wir zu viel... Aber actually ist fein mit Java Twitch. Argo spielt voll AD Java, das ist fein. Ja, ist komplett fein. Es passt so. Nee, wir haben 2,5 AP haben wir und Tank Javan. Haben wir Tank Javan? Was? Wir haben Damage Javan. Ich hab doch nicht Tank Javan. Was, wir haben ja, das Damage Javan? Ist das nicht super bad gerade? Ja, es ist Aguri, natürlich. Es ist auf dem Patch nicht so gut, aber ja. Ich bin ganz kurz auf Toilette, Boys, bin weg fast. Aber nee, ich muss nie meine Runen ändern, weil ich immer denselben Champion jetzt spiele. Nee. Achso, wait. Du spielst immer was anderes, ach so, ich ja, nicht, ja, spiele ja immer was anderes, aber alles mit denselben. Aber Runen. Ich will jetzt noch einmal ganz kurz zurück, auch wenn es, ich finde den Lulu-PK immer noch nicht bad. Karma Zeri gegen Twitch-Lulu, das Match würde ich all day spielen. Ist nur Twitch-bedingt? Ja, ja, das ist nur Twitch-bedingt. Ich glaube, Lulu ist auch echt gut. Weil das Ding ist, was du, klar tut Karma brutal, Karma tut schon weh in Lulu, aber Zeri ist halt Pisse in Lane. Wenn die jetzt noch einen Lane-Pressure-ADC hätten, würde ich sagen, ja, ist Grief. Aber Zeri ist halt Pisse in Lane. Und deswegen ist es fein. Ich kann die Mantra-Qs einfach ehen und dann geht es schon. Und auf 3 Items gewinnen wir das Game mit Twitch Lulu. Das war halt mein Gedanke dahinter. Freut mich ehrlich gesagt nicht. Weil auf 3 Items gewinnen wir das Game, ist, glaube ich, ey, aber sehr, ich mein, du willst doch agreen, dass Twitch Lulu komplett broken ist momentan. Nein. Was? Wieso? Ich, nein. Da agree ich auch nicht. Warum ist das komplett broken? Warum ist es besser als, keine Ahnung, irgendeine andere Hyper-Carry-Lane? Ich glaube, Lulu hat auch sehr viel mehr Value in Solo-Q. Aber welche Hyper-Carry ist du momentan besser als Twitch? Keine Ahnung, du kannst jeden Hyper-Carry spielen, oder nicht? Das, ja, kommt immer drauf an. Ich finde andere besser, actually. Also besser als for Twitch real? Ist aber keiner. Und das kommt halt Freddy immer. Es, also, are you guys sure? Vom ich hohen Damage-Output ist nee. Im AOE Twitch. Ja, vom hohen Damage-Output, aber die Leute bleiben ja nicht einfach stehen. Ja, ja, na klar. Also aber natürlich, also Twitch ist schon ein extrem guter Hyper-Carry. Dankeschön. Ich glaube, der Unterschied, ob da jetzt ein Twitch, eine Jinx, eine Vayne, was weiß ich, steht, das ist halt situationsabhängig und nicht so groß, ehrlich gesagt. Über ein ganzes Game. Aber Twitch schon sehr gut aktuell. Ich meine, theoretisch kannst du Twitch halt mit allem spielen, oder nicht? Auf Bot. Ist halt wichtig, dass ihr die Lane überlebt. Eben. Da tust du ja nur gegen Zeri. Ja, deswegen fand ich ja Lulu hier gut, weil Zeri Lane nicht viel macht. Kannst ja Sola fragen, wie gut Twitch Lulu ist. Und dann gegen richtig. Ja, aber die haben gegen meine Ashe spielen müssen. Obviously verlieren sie da. Haben die eigentlich nicht mehrfach Solo killed? Dann haben sie. Jetzt komm, spiel deinen Schwein zurück, wenn du auf mich wartet. Let's get it. Ja, die Gegner sind sogar schneller auf der Toilette als wir. Holy shit. Ich war die ganze Zeit schon hier. Was? Für so 20 Sekunden oder so. Warum sagst du da nichts? Ich hab gesagt, ihr habt nicht reagiert. Habt ihr was gehört? Nee. Tor hat nichts gesagt. Vielleicht hat das Mikro unterdrückt. Ja, ja. Das ist wieder dieses Top-Lane-Rauschen. Nein, ihr trollt mich. Das Top-Lane-Rauschen. Du bist nicht mal als Lane wahrgenommen als Top-Laner. Also, Tolki, du weißt, dass ich dich liebe, oder? Nein, ich weiß, was du meinst. Das ist okay. Das Problem. Die haben auch hier gewonnen.
Ja, Top ist over auf Riftmaker. Im Early Game gibt es ein Window mit Level 6 und Ignite, wo ich sterben könnte. Dann, also sonst ist einfach gewonnen für mich das Matchup. Wie sieht denn Prior aus? Mitte-Bot? Bot haben wir. Also Mitte, so wie grade, sollt, ne? Ich kann im Early drum fighten, aber ich brauche im Early den Tier-Reset, ja? Okay. Ich kann praktisch die Wave neutralisieren, sodass er und ich nicht moven können und ich minimal schneller sein könnte, aber ich bin weak. Brauchen wir hier Anti-Heal von mir? In diesem Game, denkt ihr? Weil ich würde hier auch ziemlich gern Mikaels kaufen. Gegen Seju-Ult, Takeover. Ja. Mikaels ist auch gut. Mal schauen, wie das Game läuft, I guess. Wie sieht's eigentlich aus mit Steph? Warum gehst du das nie? Ich hab's letztes Game gebaut. Achso. Ist es nicht. Also, sobald du Double EPS ist doch voll geil. Es ist komplett broken, ja. Ja. Steph ist, glaube ich, das beste Enchanter-Item momentan. Ja. What? Hacken die? What the fuck, wie ist das passiert? Seju ist auch in Lane. Ich möchte noch kurz mal erwähnen, ihr habt wieder nicht ein Ward Botlane, ne? Doch, hier. Okay, das Ward ist halt Trollbrücke. Ne, ich rede vom, also ihr werdet kein Ward im River haben können. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ja, dass das Ward Troll ist. Okay. Die ist Raptoren. Oh, das ist echt. Macht schnelle Route Richtung Top. Ja. Schnelle Route Richtung Top, oh, scheiße. Ja, der macht diese Level 3 Top-Route, macht er. Bot River is warded. Der wird jetzt gleich Gromp machen und dann Top sein. Genau, dann ist er Level 3. Also für mich ist Jungle-mäßig, ich komme ahead in XP, ne? Freut mich. Könnte auch Early Mitte cheesen, ne? Ja. Hast du drauf geachtet, ob der zu deinen Crux runtergegangen ist? Der ist zu Gromp gegangen. Ja, ich werde ein bisschen chillen, so gut es geht. Einpushen lassen, I guess. Mhm. Oh, gibt Sinn, dass wenn sie mich ganken wollen, dann im Early Game. Lass ihn pushen, die sind wahrscheinlich unten. Na, was? Kann nicht unten sein. Der kann nicht unten sein. Okay. Das kann dann respektieren die dich. Rausche ich auch, oder? Don't think so. Ich glaube, das haben wir mehrere Leute drüber geredet, ja. Sind alle noch nicht ganz so wach hier gefühlt. Ja, okay. Wir brauchen ein paar Games. Ist das für euch auch das? Also, hat die gerade erst angefangen, League zu spielen? Ja. Nö. Ja. Hat die fünfte Stunde. Vor 12 Jahren ungefähr. Die resetten. Nee, für mich war vorhin actually first game of the day. Ja, same. Lee kommt top diven. Nein. Kann der dich diven oder nicht? I mean, maybe. Also, kann der fehlen, ne? TP. Hat er kein Flash? Seju, sorry. Na, was? Also, das hätten sie allein auch nicht hinbekommen, oder? Ich hab auch Nana gesagt, ich wusste es auch nicht 100%. Also, ich appreciate den TP sehr. Ich meinte zwar, sie können es probably nicht machen, aber ich war mir auch nicht 100% sicher. Ist das positives Top-Lane-Rauschen? Hast du mir. Hat mich gerade nicht. War ich nicht verständlich? My bad. Also, es ist mindestens immer 1-2-1, denke ich. Freddy, können wir für die Raptoren fighten? Jetzt direkt? Ja, können wir. Okay, dann gehe ich dafür. Gut, zack. Ja, ich werde jetzt Top-Wave greeden, ne? Wenn die sind da, ist dann GG. Ja, der also, macht gerade die Languste, ne? Also der ist da. Dann kann er schon noch wieder nach oben gehen, ja. Ja, ich denke, ist fein. Aber er wird Raptoren jetzt bald verlieren. Egal, was er tut. Kann ich, es wäre geil, wenn du in Richtung River hoverst. Es könnte ein Drapfein ausbrechen. Mach ich. Gehtest du mit? So, ein bisschen was nehmen, wenn du willst. Oh mein Gott, Vorsicht. I don't care, okay. Hauptsache, wir nehmen das weg. Moven muss ich aber noch nicht, oder? Nee. Nichts passiert. And added my own mystic touch. Ich will jetzt über Mitte gehen oder einen Raptor machen? Kann Lissin unten ganken? Ja. Den knocken? Ja, ich glaube, ich komme nicht ran. Ja, Lissin hat nichts benutzt, ne? Nur Seju hat die genettet. Wir haben hier also die Wahrscheinlichkeit, dass die unten ist, extrem hoch. Okay. An Golems oder so, wir haben ihn nicht gesehen. Kannst du ab und zu zeigen, Kani, weil dann... Die ist bei dir, ich komme. Ich kann auch moven. Er ist, glaube ich, raus. Aber er hat ich kann von unten kommen, doch, ne? Okay. Er ist raus. Ja, unsere Botlane ist leider frozen, das suckt gerade ein bisschen.
Ja, sie hat jetzt auch. Wir sehen Lee, ne? Hm? Wir kriegen das raus. Nein. Können wir den Dragon nehmen? Mit dem Auspush? Ja, aber ja. Wir müssen erst auspushen. Der Secret Basin, actually gut. Did you top the peaks? Push die nächste Wave und dann muss ich aber auch Basen, ne? Wave also, ist durch, ne? Ja, Wave Fock ist durch. Basen dann unten. Ja, genau. Ich glaube, einfach in die Wurzel. Wir haben aber, glaube ich, in dem langen Busch da geworden hier. Kannst du überlegen zu Basen, Kani? Na, ja, hilf mal. Durch. Wir haben da schlechte Erfahrungen mit wenig DPS auf Drinks. Ja. Wer wird wahrscheinlich oben die Krabbe machen oder Top ganken, ne? Genau, ja, oder Golems. Nicht. Good job, Kings. Nenn mich nicht King. Okay, ich lasse mich einpushen wieder. Jump King. Ich würde es appreciate, wenn ich an einem Punkt, wenn Harry Dark spielen kann, actually. Können wir Harry Topside spielen? Wenn wir Harry Dark spielen können? Topside? Ich bin viel stärker. Ich kann Brücke jetzt ein bisschen leiden lassen. 1,30, ne? Den hätten wir gerne. Hier wärst du die zwei Topside-Camps? Oder die ich check, ob er die genommen hat. Dann gehe ich gar nicht nach unten. Dann helfe ich dir ein bisschen jungeln und dann machen wir Harold. Also, wir sind Seju und ich sind Hoppern hier, ne? Seju hat die Wave 4 gefreezed. Aber ich bin auch da, Wenn du ready für Counter gangst, dann würde ich spielen. Ich würde eigentlich lieber erst die Camps farmen dann für Harold. Dann, chill ich und geh Minions ab. Die haben uns gespottet. Die haben hier die. Also, sie ist jetzt irgendwo hier oben, die wollen vielleicht dann. Ah, die können nicht contesten, der Jungle, der Support ist nicht da. Aber wenn du mich hoppst, kann ich nach vorne laufen hier. Oder irgendwer mich halt hovert. Ja, du kannst nach oben, Prey holen. Okidok. Wait, ist das Big Int hier zu face-checken? Nein. Das wäre dann nicht Sinn drin, der ist Level 5 maximal. Der ist wahrscheinlich eher im Red Dwarf. Hier ist nichts, ich bin hinter dir. Oder Lane Gank. Soll ich mich zeigen und dir helfen? Ja, Aminado, okay, wenn die sind das, können wir sogar heimgehen. Wir haben noch 40 Sekunden zum Herald, guys. I guess, du hast einen Assist bekommen? Not bad. Was bist du für ein. Wait. Ja, so an irgendeinem Punkt, wenn mir jemand hilft, kann ich halt so viel machen, you know? Also ja, wenn die Sinn nicht starten kann. Wir haben 40 Sekunden noch zum Herald. Ich lane jetzt Top-Lane. Ist viel witziger. Das ist für Brüche, glaube ich, nicht so geil. Nicht so cool, ne, aber ich kann. Du musst mehr trotzdem reden, Volker. Also, ist ja voll die schlechte Situation gerade. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Soll ich Bot in Recall oder soll ich stayen? Du musst sagen, was du brauchst. Machen oder so. Ich weiß nicht, ja. I'm fine, gespielt. Ja, aber das. Das ist ja nicht gut. Also, das ist nicht gut, genau. Du musst uns sagen, was du brauchst. Ich bin jetzt auf dem aktuell gar nicht. Und jetzt mach ich den Herald alleine. Ja, das war trash, aber ich muss auch resetten. Ich kann also, noch Harvard. Sorry, aber Renata ist unten und du hast zwei Priolanes. Ich kann hochkommen. Okay, eine Priolane ist gebased. Ich war sehr verwirrt. Enemy Blue kommt ab. Lee ist hier. Lee ist hier. Blue. Wait, können wir den töten? Ja. Ich habe kein Ignite, though. Aber sie kann da sein. Azir kann auch da sein, ja. Okay. Azir ist jetzt da. Unser Bot-Jungle ist defended. Wobei, Botlane ist eigentlich auch ganz cool. Tolkien, vielleicht muss ich dir noch eine Absage erteilen. Hier ist ein Wort, Ja, alles ist gut. Ich weiß schon, fein. Achso. Ah, okay, perfekt. Digi kann in der Mitte hovern. Obacht. Jetzt hier Bilden. Ja, sie kann auch bei dir sein, ja. Ich würde meine Wave slow pushen, nicht hard pushen. Ja, dann bin ich tot wahrscheinlich, wenn die da ist. Glaube ich nicht. Lee ist gerade gestorben, right? Aber Azir kommt ja, das auch. Ist eben deswegen. Der Lee hat nicht gekickt, Botlane, der hat den noch. Dann alle bist fein. Ah. Bin ich das? Azir kommt, du musst einfach raus. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh, Fleetex, Baby! Ich hab Ult, ist danach. Wir können killen. Ich kann nicht rein, ich hab kein Spats. Ah, scheiße, jetzt sorgen. Aber das Ding ist, auch wenn ich die Wave hart pushe, könnte ich das gleiche machen. Wahrscheinlich schon, ja. Müssen wir das denn machen, wenn deine Botseite die Pferde ist? Nö. Aber auch wenn du einfach Blue kriegst, bist du fein. Ja. Kommt gar nicht. Aber sie hat geflasht und geultet. Ich hab jetzt eine Wave-Seite, wie sieht's Bot aus? Ja, wir werden halt actually von oben nach unten full gehen. Wir können Bot dann spielen. Ja, dann komm ich. Wir ziehen wenigstens Thumbs. Ich habe volle Prio hier. Ja. Sind das noch top? Hat der Golems genommen gerade? Ja, die respekten das. Wahrscheinlich hatten sie irgendwo. Hatten sie Vision auf dich? Nee, ja, die wissen es einfach. Wir müssen es respektieren, nee. Aber es hilft schon. Ja, wir kriegen jetzt einen Outpost und einen guten Base. Ich habe danach dem Base wieder ein Window für Toplane. Du, was könnt ihr im Übrigen, wenn ihr ein Base braucht, könnt ihr das immer sagen? Ich kann in den Vorcovern und die müssen respektieren, ne? Gegen gute Teams. Mhm. Ja. Also, so wie ich sehe, das Spiel können wir sie. Oft. Ich muss ja nicht mal die Rotation. Das ist einmal Botzeit-Tavern. Alles gut, mach ruhig. Die Sinn sollte nicht mehr hier sein, ich guess. Ich habe kein Schild gerade vor sich. Also, ich bin halt so viel stärker und ich spiele die ganze Zeit aggressiv, weil die sind halt Torwart. Ich würde einfach für Dragon spielen. Ich habe auch wieder Bot-Action, ist der Dive, ne? No? Botlane ist sehr low. Der liegt top, ne? Ganz kurz, die haben nicht gut. Ist lange her. Ist nicht gut. Kann auch geblufft sein, alles. Ohne mich und Lee kann unten sein. Ja. Okay, guter Call. Also, dass wir es abcallen. Flash Renate. Ich spiele einfach ganz Reset einfach für Dragon. Ja. Super easy. Lee ist Mist, Seju kann mit der Hoppern. Careful, Seju kann schon hier sein.
Das war actually giga risky. Wollen wir irgendwie für einen First Blood Turret spielen statt für Dragon? Ich Top ist komplett free für Turret auf jeden Fall. Ja, Dive ist möglich, aber hart. Tolkien bringt irgendwas, wenn ich jetzt nach oben laufe? Nein, nee, oder? Ich hab gleich Riftmaker. Okay. Ich muss ewig setten nach der nächsten. Ich würde sagen, wir spielen für Drake. Argon ist Bots gepaart, wir spielen für Drake, no? Und ist das jetzt auch so? Echo Bots. Wie spielen für Dragon? Wir, ja. Nee, wie? Wo, so, ja, dann müsst ihr wissen, ich hab kein TP, lol. Season 2. Willst du das mit Pride zusammen? Okay. Ich glaube erst Midlane, oder? Weil dann kann Freddy auch. Dann muss, also, das, du bist auch einer der Mitspieler hier, ne? Kriegst du alleine Prio? Wir sind Bess. Ja. Okay, gut. Sind die Raptoren ab? Ne, wir gehen jetzt einfach Dragon machen. Okay. Okay, moving. Good job. Lee oben. Wir sollten unten diven. Renate hat keinen Flash. Ja. Good job. This shit is unbelievable, Mann. Schaffen wir das überhaupt? Weil Pet dann nicht, doch. Die hat auch keine. Die hat kein Flash. Die hat kein Flash, keine Ult. Ich kann auch runterkommen. Wollen wir für die auch noch gehen? Ich kann ja. Ich hab noch Summoner Heal. Oh mein Gott, die Wand war zu kurz. Ja gut, das ist egal. Wir pushen aber den Turret. Passiert den besten, Freddy. Aber eine kurze Wand, was soll ich sagen? Mhm. Mein Held ist nicht mehr so lang. Du kannst ein bisschen mit der Dings spielen, ne? Oh. Mit der Serie. Wir sind kein Keks, Sejo, kein Ult, wenn die Botlane kommen. Die dasht auf mich und ultet. Mhm. Jetzt muss ich leider bei euch durch. Schön und raus, schön und raus. Nice job. Good job. Wait. Ist das illegal? Ja, aber die Sinn ist halt around. Ihr probiert euch zu canceln oder so. Ja, mhm. Ja. Wollen wir den probieren zu killen? Wenn der hier so reinläuft? Komm. Ich kann oben, ja. Ich hab noch beide Sams. Hier gehören. Er hat gerade seine Dings benutzt. Seine W. Also er hat W jetzt wieder ready. Die töten? Der hat aber noch die Renata W. Renata kein Flash, Renata kein Flash. Will mir irgendjemand beim Lee helfen? Ja, ist doch, ne? Okay, das muss sein, ja. Ich hab jetzt wieder Schild, Freddy. Die Flash? Ja, sollte noch. Nein. Flash? Der hat auch noch geflasht. Vielleicht noch kommen für den? Nee, ne? Nee. Wäre da nicht einfach nur leakeln sollen und raus? Ah, ich glaube, eigentlich war das fein, oder? Ich meine, es war offensichtlich nicht fein, weil wir 2 für 2 getötet haben. Es hat halt ewig gedauert. Das ja ein, ich meine, das war halt ein Freak-Kill. Ja, ich glaube schon, dass wir einfach den Leon dann raus. Ja, permanent Topside Pressure, wir können jederzeit invaden und alles. Wir gehen auch jedes so wie du. Ich muss noch Base, leider. Also ich will ja einfach Full-Kill dann spielen für Harry, aber ein bisschen verspätet. Hat Lissin Ward hier gelassen, at some point? Nee, wenn nicht, ich glaube nicht. Ja, sie hat kein Flash, aber noch Ulti, Brücki. Ich sehe schon TP gerade backtop. Solo-Kill einfach. Keine Ahnung. Das ist ja so geil. Es ist einfach. Ich komm mit Lane. Wie ist der Blitz? Seju kann auch gleich. Okay, Seju ist top. We could look hier. Ich hab keinen Reset. Bitte sie, ich glaub, wir gewinnen anyways. Na, du bist so stark. Ich hab in 2 Speeder. Du musst den da killen, wird? Ja. Du musst einfach den Kill haben, oder was? Er kann rauslaufen. Ich wollte einfach nicht sterben. Kannst Harry starten, wenn du willst. Ich kann dazu move. Ich bin Base. Okay. Ich bin echt overstead. Ich bin Base Freddy. Du bist fein, ne? Ja. Ich hab Mythic, ich bin Omega Strong. Harold, question mark? Ja, lauf jetzt. Aber ich musste erst basen. Ja, sie hat Flash und TP benutzt. Ja, hier sind die. Ja, anscheinend war das echt ein großer Fehler, da nicht Sage Ronnie Jungle zu schicken, ne? Ich weiß nicht, ob ich zu wenig rede, aber ich bin so OP. Und ich muss trotzdem die ganze Zeit respekten. Ich meine, ich habe meine Kills bei Dives bekommen hauptsächlich, als die mich gedived haben. Hier Botlane jetzt, 1-2-1. I know, obviously schlechtes Matchup for sure, ja. Das war deine Frage, aber... Ich weiß gar nicht, ob wir den hier einfach so machen können, oder? Ja, können wir. Ah doch, Siri Harvard Botzeit, okay. Ich hab rollt. Die Ciri hat keinen Flash und kein Heal. Naja, ich hab nicht TP, sie hat auch kein TP für Drake. Ich werde runtermoven.
Kann ich noch eine Wave machen? Ja, ne? Ah, der Lee hat vorhin... Top Lane traden? Wenn du möchtest, nee, wir können auch für Seele spielen. Wir haben die ganze Zeit Botzeit gespielt. Türme, ne? Oh, die haben dahinter gehört, my bad. Ja, sie hat keine Ult gerade. Kein du. Die gehen unten für den Turret bestimmt. Sie hat keine Ignite, keine Ult. Vielleicht hat sie ich glaube, ich setze hier den Herald und wir defenden Bob dann, oder? Irgendwer sollte runtergehen, weil sonst, die haben eine riesen Wave. Die verlieren auch so viele Camps und so. Bitte nicht, bitte nicht, Camps bitte zu verlieren. Nicht, bitte nicht. Das sind drei Camps, schon sehr huge. Wir können auch Mitte diven hier. Die sind alle Botside. Ziel ist keine Hard für mich, kann aber was mein wir wollen den Drake haben, den Kram, Leute, vergesst nicht. Drake ist 19 Sekunden, schaffen wir den? Oder gehen wir den? Nein, wir geben hier gar nichts. Oder? Ich würde sagen, wir sollten den schon nehmen, den Drake. Ja, ich glaube auch. Good job, Top. Das war weird. Ah, das ist ich bin gleich hinter der geschafft. Brücke. Nice, good job. Wollen wir zusammen Botlane abholen? Ihr solltet mit pushen, mit Nein, ich hab keine Ult mehr, dann bin ich super weak. Okay, wir können aber den Drake jetzt machen, ne? Nein. Wir können nach mit die pushen, wir zum Dragon. Ich hab die 24. Push einfach die Türme. Der Lee ist bei mir. Ich werde einfach hier ein bisschen abfacken. Schon rotieren, ja. Die fangen an. Also ihr seid ich bin mit TP gleich da, aber ich hab noch kein TP. 10 Sekunden. Warte, warte, also hier? Lee ist alleine. Ja, resetten einfach. Wir machen schwierig. Nicht. Ich TP zum Drag, ich TP dazu. Wir können den rauskalten einfach. Also können den, glaube ich, schon machen. Bin sehr OP, ult in 18. Also, sie läuft raus, die sehen keine Info. Nice. Schön. Ja, schön. Bei dir kann er irgendwo sein. Kannst du eine Midwave annehmen, Toki? So, jetzt nochmal die Anti-Heal-Frage. Doch, halt Goldrinker, ich gehe Anti-Heal. Goldrinker, Shield. Geh was tough? Geh was tough? Das ist ja schrocken. Okay. Lee ist jetzt da unten, ne? Das ist halt immer die Frage. Aber ich guess, wenn wir so erhält sind, die Leute sterben eher einfach, wenn wir gut fighten. Sehr gut. So, wie machen wir jetzt weiter Progress, Leute? Wir brauchen Mitte. Ich würde sagen... Eigentlich würde ich Botlane gehen. Wir rotieren jetzt die ganze Zeit dann Mitte rein und schauen, dass wir eine Turret kriegen. Ja. Finde ich scheiße. Wollen wir nicht einfach zu mir auf meine Seite spielen und Sideline gehen? Weil ich mein reinrotieren ist richtig kacke im Vergleich zu, wenn ihr zu mir kommt. Mit AD und noch kein Flash. Aber wir kriegen ja scheinbar Kills, also... Mit ja, AD okay. Kein Flash, Support auch keinen mehr. AD immer noch kein Dann Flash. Ist natürlich geil, Guys. Dann geh ich mal für den Dive hinten rum, ne? Ja, die haben letztlich keinen Wave-Clear, wenn der Asi nicht da ist, ne? Ich geh ganz hinten rum, also die werden mich nicht sehen. Jetzt können wir aber alle von denen reinrotieren, ne? Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Acht geben. Asi kann hier über die Wand stehen. Die Collapse Mitte? Das ist, glaub ich, gut, das glaub ich gut. Ich hab Asi, ja? Der Super-Flank. Gute. Nice! Das war okay. Ich nehme den Tier 2. Und Botzeit Jungle. So, und jetzt pushe ich eine Wave an, gebe ich Set und stelle mich hinter Tolkien, ja? Und du willst Bot spielen, sagst du? Ich will für Second to 2 Botlane gehen. Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Also, es ist free. Ich kann auch Stopwatch gehen. Ich bin Turbo, okay. Was für Flashes sind gerade gefallen? Was ist das? Warum kauft man das? Geist? Also, macht eine Menge Deutsch. Wir haben Mountain Soul. Aber da gibt schon irgendwo Sinn, oder? Mountain? Wir haben nicht einen mehr, Alter. Das ist aber, Wolzhaf ist nie schlecht. Ah, es hat nicht mal gebuffte Drakes, actually. Never mind. Dann ist nicht ganz so. Are you sure? Also, wirklich? Ja, nee, also hier ist schon schlecht, aber. Aber gebufften Drake ist es fast instant gut, ne? Ich muss mir entgegen, ne? Freddy, hilf mir. Diesen 9% Scheiß. Ich kann Basel für einen Mythic. Oder? Ich mach's einfach. Ich kann Mitte dafür, ja. Bin auch Mitte. Okay. Nash in 20, wir machen den sehr schnell. Mit Gwen da schon, ja. Ja. Also ohne mich auch, ne? Rotiert, die ist gerade nach unten rotiert. Und dich nicht so, gell? Ja. Also nicht so schnell zumindest. Ich mach auch viel Nash Damage. Selber rotieren? Dann? Ich geh gerade heran. Okay, wir haben Nash in 3, wir können nach dem Mitte von Nash machen. Die sind alle unten. Ja, go Nash. Ich hab TP in 30, aber wenn die zu mir kommen, bin ich fein. Völlig unplayable, das Matchup. Ja, push mal weg. Er ist 06. Ja. Ja, diese Bots von denen waren relativ, ich meine, schwierig. Ja, das ist true. Sehr true. Nice. Ich werde Wölfe nehmen. Kurz chillen. Soll ich eine Mitwölfe nehmen oder hast du die Brücke? Ich würde die nehmen. Ich würde auch den Bird hier nehmen. Wir spielen einfach für Mod mit Bot, ne?
Darf ich das? Ich mach's nicht. Ich würde Mitte gehen, ja. Wie kommst du in Mitte nach deinem, nach der Wave? In die Botlane soll er gehen. Nicht Mitte. Sorry, ja. Jetzt Basen und geh Bot, ja. Ja. Ich push Mitte raus und drück die rein. Brücke soll das auch gleich einen Timer haben, dass wir... Also Brücke soll... Brücke, ne? Okay, ja. Ich glaube, mit dir kommen sollten wir aber 1-1-3 spielen normal, ne? Nee, Talia sollte nicht splitten, by the way. Talia sollte groupen. Okay. Talia ist OP in Teamfights, also ist gar nicht so mit Ult dazu, I think. Aufpassen, dass die... Der einzige Ausweg ist, dass jetzt noch irgendwo cheesen. Also brauchen eine Brücke Bot, ja. Ja, das ist eigentlich ein bisschen awkward jetzt. Ich rotiere dich rein, aber ja. Aber die Serie ist oben, also glaube ich, könnt ihr for free reinlaufen. I mean, wir könnten. Na, ist dumm. Sagen wir könnten jetzt auch Mitte flanken, aber. Nee, wir pushen jetzt Bot rein. Ja, ja. Oh. Ich muss noch eine Midwave nehmen, ich hab TP though. Brücke ist noch ein ganzes Stück entfernt, Leute. Warte mal kurz auf die Karte. Komm mit Brücke, ich eskortiere ihn rein. Pushen Mitte durch. Das ist schon, glaube ich, heile illegal da oben. Push Mitte, ich mach Progress Mitte. Vorsichtig. Ich hätte Turret in Mitte hier. Sage Ult achten. Ich werde mir kurz Cleanse craften, dann kann ich weit vorne stehen. Vielleicht rennt das ja nicht damit. Krieg Mitte Turm, ihr könnt chain. Sie ist da, also wir können aggressiver stehen. Ja? Mach ich hier da rein, ja. Renata Ulti. Okay, nur ich werde gehittet, perfekt. Also sie muss noch nicht zurück. Stand und nice. Gewählt. Schade. Diese Frontierback, weil das Talia, es macht so Spaß, ne? Aber für Soul gehen nach der Inhofs, ja, ne? Wir haben 22, können wir enden? Ja, da sieht Mitte beschwören, ich krieg den Inhof nicht. Kannst du also kann nicht. Entweder Bot rotieren oder zum Dragon? Ich würde auch lieber Dragon machen, einfach. Ich mach eine Windwave into Drag. Ja, wir kriegen den Inhof hier. Ja, ich geh Drag. Hängt da die Piece von Seju und 10, ja, also ihr kann jetzt nicht gehen. Bitte. Sekunden. Soll, go soll. Nice, good job. Das ist so viel angenehmer, nur 1-4 als 4-1 ist so viel besser. Das ist schon sehr gut, ja. Deswegen gibt es irgendwie weniger Counterplay. Weniger, ja. Nice, sehr, sehr geil. Ja? Can just run it down at end, right? Ja, mit top. Same shit. Ja, mit Top, Sam Chat, ja, guter Call. Wir machen Top, einer Mitte. Agurin, wenn du Karma Midlane spielst, kaufst du dir immer Starf als zweites? Fast immer, ja. Maybe overrated den Anti-Hill noch zu sehr. Top, wenn es geht, also nach der Wave. Halt extrem hardcore genervt. Ja, true. Und Starf ist echt broken, war schon immer. Er läuft eh aus, also wir spielen mit Bot Wave. Wir haben noch eine Weile Zeit, bis Bot Wave da ist, also wir müssen warten. Okay, wenn Siri so spielt, können wir heimgehen. Can't be here. Ja, einfach nicht zu deep gehen. Wir können auf die Pressure von Tolkien warten, poken, W-fischen. Wenn er reingeht, haben wir das eh normalerweise. Wir haben keinen Nash-Buff mehr, also. Nee, wir haben Zeit. Einfach Bot-Dive ist sehr weit weg, aber ja. Wir spielen ja wahrscheinlich eh langfristig für Nash. Wir gehen rein. Ich hätte hier Mitte, Renato Ult ist auch gone. Noch Mitte Progress? Wir haben die zwei wichtigsten Team für uns gewastet. Ist der Fein oder muss ich reinnotieren? Ich bin nicht Fein, ich hätte das flashen müssen. Das ist aber ist okay, 1-2-1. Botwave ist noch sehr weit weg. Ein bisschen rauskalten, würde ich sagen. Ich glaube, super Minion Wave. Eben Flashkick benutzt vom Lee. Drei Ults sind raus. Ich glaube, hat der Azir auch gewollt da? Ja, okay. Ne? Ich glaube nicht, oder? Ach, das ist wieder diese Ciri-Seele, ne? Wo sie unsere Schilde kriegt. Ich glaube, der hat auch gewollt. Ich glaube, das ist ein Das hatte sie noch im Kit haben müssen. Ja, wir müssen auf Bot warten, wir haben gleich zwei Superminions. Mitte kommt auch gleich Superminion. Oben ist noch eine Wave jetzt gerade. Ja, wir sollten oben annehmen. Ey, wenn Bot da ist, kann ich den. Ich kann TP noch okay. Den Nexus. Ne? Den Nexus. In 10 kann ich TPen, dann sollten wir weitermachen. Ja, einfach Bot Wave. Wenn Bot dann kann Freddy vielleicht sogar Bot TPen. Die sehen es nicht mehr killbar, ne? Aber vielleicht bist du eigentlich wichtiger als Disengage, Freddy. Die haben so viele Dashes. Bei den Boys, ich bin safe alleine. Wir haben jetzt keine Wave mehr oben. Wenn die sind, da. Wave, okay, wir TPen Bot. Könnt ihr reingehen, einfach damit sie hier. Bis sie sind, meinst du? Also, ja, aber ich hab 10 Sekunden erfolgt. 10 Sekunden erfolgt, dann können wir wieder. Ich geh healen. Bitte Turret hier? Oh, ich mitkommen, Kani. Wir können nichts machen, ne? Und 4 okay, von denen dann, sind ja, erst jetzt. Aber sollen wir nicht einfach resetten und für Nash spielen in einer Minute? Ja, ich bleib in der Base. Ich glaube nicht, dass wir noch Progress machen. Da sind eine Menge Camps ab hier unten. Ja, lass doch die Camps nehmen. Okay. Dann Wrap-Up ist mein, wenn ihr resetten wollt.
Aber ich würde in deren Base trotzdem AFK gehen, also wenn ihr Flash spielt, ich hab die Flash. Ja, wir nehmen jetzt einfach Nash und du musst halt sicher bleiben, möglichst. Nee, ich bin komplett fein. Trust. Hättest du da bleiben sollen vorhin? Wann? Von hinten? Ja, hab ich überlegt, aber als war die Tote wollte ich nicht mehr. Ach, sehr gut. Man wird mit Bobbeth war so ein trotzdem, Stück entfernt. Wenn wir halt, ist ja trotzdem 4 gegen 4. Ja, aber wenn Bobbeth collapsed und wir mit TP spielen, I think it's better. Das Problem daran ist, dass wir keine Top-Lane-Wave mehr hatten, als Spotlane collapsed ist. War nicht synergiert. Synchron. Wir sind geheilt, Botlane. Biggest 1 HP kann hier. Ja, wir hätten deswegen warten müssen auf Botwave. Das habe ich aber die ganze Zeit auch gesagt. No? Ja. Also wir können langsamer spielen. Digga kann heal, ich habe TP. Sie ist 1 HP. Sie kann nicht beim Nashen. Ich könnte aber Nashen. Sei mal ein Botlane. Ich nehme an, die machen Play auf mich in der Zeit. Komm, alles Bot, glaube ich. Ey, ja, macht einfach Nash. Ich bin fein. Bitte kein Shieldbock, kein Heal, wenn sie da noch hochmoven sollte. Lass uns mal üben, die Top-Lane-Wave zu synergieren mit der Bot-Lane-Wave. Ich glaube, du musst dann unten auch warten, oder? Ja, die machen eh einen Play auf mich. Bin fein. Nice. Irgendwas benutzt von denen. Shieldbock und Heal. Wir warten oben gerade. Der Lee hat keinen Flash. Also ich muss über Fahrt pushen. Schätze ich, ne? Also schon, wird es schon, glaube ich, nicht passen. Wird nicht klappen, aber ihr habt doch Midwave. Ihr habt Midwave. Midwave, Topwave ist fein. Ja, dann ist okay. Wenn Freddy die gebufft halten kann für einen Moment, dann können wir eigentlich die 3-1-1 spielen, I guess. Ja. Ich hab die P, Freddy nicht, er hat Ult. Jeder Shot. TP Mitte. Wir müssen noch. Freddy kann nicht hitten. Okay, Turret. Ich hab keine Ult mehr. Also ihr bekommen. Ja. Können einfach deinen Nims nehmen und dann Superminis gewinnen lassen. Ah, sie hat jetzt noch ein Play, aber ohne Flash. Ja, der hat keinen Shuffle. Achso, ja gut, dann. Der hat mich schon geschuffelt. Der Lee hat auch keinen Flash. Ja, wenn gleich die Minions von den Down sind und unsere da sind, würde ich für den Eco schauen. Sollten unten schon gebufft halten, oder? Können auch auf Double Superminis Waves warten, denn wir haben keinen Zeitdruck. Ja, okay. Wir haben jetzt 4 Superminions, die inbound sind. 10 Sekunden erfüllt. Nein, wir können was, keine Minions das Game gewinnen lassen gleich. Glaube ich, geh einfach rein, oder? Das sind die Minions. Ich meine, ja. Das ist schon, also, das ist schon alle sehr tot. Okay. Nice, good job, guys. Nice. Good nice. Game, boys. Ruhiges Game. Seele bekommen, schick gestackt. Woo! Und mein Client ist nicht abgestürzt. Tolki, du musst den Damage Crafts Screenshot retweeten. Schnell! Nein, ist ja kein Official. Auch nicht Sarah von der Dekos hat er Corki gepickt. Ich finde, mit Talia ist ein bisschen schwieriger, muss Damage zu haben, ja. Nicht so viel Pokers mit der. Eigentlich schon. Also hast du halt so viel Kontrolle. Aber war das jetzt wirklich ein gutes Game? Oder war das? Hey, also ich bin nicht ganz zufrieden. Es fühlt sich irgendwie. Weiß ich auch nicht. Was ich heute sagen einfach wollte. Das, was Tolkien davor angesprochen hat, wir sind einfach irgendwie alle ein bisschen. So Energy. Down, so. Also, das in dem Game. Das war eigentlich ein gutes Game. Oh. Generell, das ist schon oft also so gewesen, dass ich call irgendwas und ich bin super strong und dann werde ich einfach. Also, dann sagen wir wollen full clearen. Und das Ding ist, ich find's nicht mal bad, weil ich krieg ja Seele, right? Aber es ist schon sad, wenn ich in dem Matchup, nachdem ich die zweimal solo kill, nochmal gedived werde vom Enemy-Team. Mhm. Natürlich, die werden dafür gedoublekillt, ist eh egal, was die machen, aber wir können, also das kann ja doch schlechter ausgehen, I guess. Aber ja, also safe zum Beispiel Brücke, muss einfach mehr reden in solchen Games, no? Safe, ja. Du redest gar nicht mehr, Brücke, das ist mir auch aufgefallen. Also, ist auch so nicht wahr. Ist nicht, also, ich habe heute noch nicht geredet, das war. Du redest allgemein sehr wenig in letzter Zeit. Aber ihr redet auch fairerweise allgemein sehr viel. Ich gebe aber meine Infos trotzdem durch. Also, ich übernehme jetzt nicht viele Entscheidungen, aber ich spiele auch oft zivil. Bei dem Herald-Play musst du mir halt sagen, ob du unten vom Tower einfach weggehst, dann bleibe ich bei Agrim beim Herald. Oder ob du sagst, nee, wir sind stark genug, weil du sagst dann, ja, ich will das spielen. Aber halt. Ja, dann spiele ich das halt. Ja, aber wenn der Sinn schon bad. Da ist. Ja, ich finde das auch einfach nicht gut, dass du dich absichtlich in eine schlechte Situation begibst,
Um das dann zu outplayen, aber wir müssen ja gar nicht. Das Ding ist, das war doch die Situation, wo ich dann da war und wir haben den Lee gekillt. Das war doch dann geil. Genau. Also, wenn du halt sagst, ich will das spielen, dann recall ich 10 Sekunden früher und das ist not even close. Gut, war auch nicht close, aber deshalb, weil die nicht gut gespielt haben. Aber anyways. Aber sonst war geil. Der Twitch gefällt mir mega gut. Ja, auch das ist so, sehr gut, dass du Twitch gegen Seri spielen kannst, oder? Ja, ja. Also ja, ist einfach, ist das so? Weil Seri sehr weak in Lane ist. Also Seri braucht 3 Items, bis sie Champion ist. Und Twitch ist fucking strong auf dem ersten Item und hat dann die ganze Zeit Zeit und ist nicht, also ist schon schlechter als Seri im Late, aber nicht so viel schlechter, weil Outrangen und AoE. Das ist so die Matchup. In der 7. Minute, ja. da kriegst du dann Pinkward beim Wrap-Buff? Oder was machst du? Nee, da habe ich überlegt, was ich jetzt genau tun soll. Nee, das war, da musste ich Angst haben, dass die an unserem Red-Buff sitzen. Weil wir Azir in den Top-Jungle laufen sehen haben und den Lee Sin auch. Ich kann da noch nicht entern. Ich muss auf Agurin warten. Ich habe auf Agurin gewartet. Und auch auf den Call, was du checkst danach ja so oder so alleine. Also ja, weil dann Agurin da ist und ja, weil wir auch... Okay. Ist die Minute? Also, Nee, aber ich musste da respecten. Any Streamers? Ja, ja. Aber ich muss einfach warten, weil die könnten da zu dritt hocken. Okay, das ist fein. Und danach hattest du? Streamst du das? Wir können ja trotzdem mal über das Game sprechen. Warte, dann komm ich auch. Weil danach hattet ihr beide eure Solos ein bisschen rausgepusht, dass wenn sie auf mich trappen, ihr zumindest nachkommen könnt und sie töten könnt. Aber ich musste da respekten, ziemlich sicher. Ja, sieht fein aus. Ja, sieht fein aus. Ob du nicht einfach durch Lane gehen kannst. Weil, also, ich habe halt für mehrere Phasen des Games einfach gechillt, weil ich dann da sein kann. Right? Das war auch, ich wäre über Lane gelaufen, also klar, so wie wir es dann machen, hätte ich über Lane laufen sollen, aber der Call, dass ich Top-Lane laufe, stand noch nicht von Anfang an. Nee, bloß wenn hier du am Rap-Buff halt chillst, weil du auf Agurin wartest, ist komplett fein, ja. Ja, nicht nur auf Agurin, genau, hier ist der Ping von Freddy, glaube ich, dass Azir da rein ja, ergibt Sinn. Und jetzt sehe ich Azir wieder und dann move ich rein, genau, das war richtig. Ich meine, ja, ich war ein bisschen late bei dir, aber ich glaube, früher war risky. Hm, okay. Dann habe ich dazu eigentlich nichts Fragwürdiges. Noch den Assist dann abgesnackt, Toplane. Ist das generell ein Roam mit dem Support, den wir machen sollten? Ja, Botlane verliert auch. Bin ich halt auch nicht so sicher. Das ist ja nicht zu früh. Meinst wegen des Heralds? Der Herald ist nicht ab. Der Herald ist jetzt gerade nicht mal ab. Rookie ist unten in Gefahr. Also alles, was ich wollte, weil ich für den Roam gecallt habe, war, weil halt oftmals die Sin einfach im Busch bei mir gechillt hat. Mhm. Also es gab viele Situationen, wo die Sin einfach im Busch gewartet hat und auf meinen Pinkwalk gesessen hat. Aber das war doch sogar unser Call. Wärst du da tot gewesen, Call, ne? Wenn der Lee das nicht komplett geintet hätte? Ich meine, es wäre 1 für 1 for sure, ja. War guter TP von dir, da gepanickt wegen TP. Also ich glaube, kann ich, dass du nach oben läufst an sich, ist glaube ich nicht so schlimm. Aber ich finde es komplett gut. Aber das Ding ist halt... Ich habe ja nur vorgeskippt bis nach Drake halt. Der eigentliche Call war, dass wir Toplane 2v3'en. Weil wir dachten, der Lee Sin würde Toplane ganken. War ja auch, oder? War ja. Lee Sin war safe down, also ihr Topside gehovert, ja. 100%. Genau. Und dann hat Tolkien die auf einmal gekillt. So, ich weiß auch nicht. Dass wir für den All-In gehen. Ich finde den Play aber fein. Wenn wir sogar callen, dass sie Rap-Buff invaden kann. Ja. Und ich gucke, ob sie. Nee, das ist for sure alles gut hier. Also ich glaube bloß, vielleicht sollten wir noch einmal nach unten gehen vorher. Aber das Ding ist, wenn die jetzt actually den Play machen, dann brauchen wir ja keine hier. Wenn jetzt Azir hier, guck mal, jetzt gerade, also das Problem war, dass die uns gesehen haben, ne? Wenn die spotten euch mit Scryers Blumen, aber genau, wenn jetzt Azir halt Rap-Buff auch invaden wird und alles und Lee Sin ist top. Nee, aber mich nicht. Aber jetzt an dem Punkt, wo sie kam, haben sie dich nicht gesehen? Nein, mich haben sie nicht gespottet. Also, ich bin mir nicht 100% sicher, aber 90. Dann ist das weiterhin jetzt gerade noch gut, dass du da bist, ja. Weil ich stand da nämlich noch da hinten, noch weiter hinten. Mich hat das Ding nicht gespottet. Weil sonst wäre ich auch sofort gegangen, weil da macht es ja keinen Sinn mehr zu stayen. Was ihr gerade hier seht, ich habe in dem Game mehrere Phasen, wo ich so spiele, wo ich einfach viel stärker bin als Seju und Minions droppe. Und dann du quasi sagst, aber ich will Full clearen. Und da habe ich auch so aus Meme gesagt, ich finde Camps auch geil, aber ich mag auch Farm of Gwen. So, ich wollte ja eigentlich. Es ist halt absolut illegal, wenn Sejuani actually so spielt, wie sie gerade spielt und postert. Der gibt immer den Moment und dann sage ich dir, was wir hätten tun sollen. Oder hätten was tun. Also ich kann es selber sagen. Zeig mir den Moment. Ja, ich weiß ja, was du sagen wirst. Du sagst, dass wir die Camps haben. Das hast du auch im Game gesagt. Ja, das Problem ist ja, man kann die Camps ja auch andersrum fahren. Ja, das Problem ist auch, also was zum Beispiel, wo ich auch mehrmals im Game für gecallt habe, ist, dass wir auch einfach Tops in den Wegen können. Dann kannst du den Camps fahren. Zeig es mir, Tolki, zeig es mir. Ich habe doch jetzt auch kein fucking Buch drüber geführt. Ich habe auch das Game gespielt. Ich weiß nicht, wann es ist. Ja, ich hab's einfach mehrmals gecallt. Aber ich glaube, worüber wir uns nicht streiten müssen, ist, dass wenn unser Toplaner
irgendwie 3 Solo-Kills in Folge hat, dass wir dann Topseite was machen können, proaktiv. Ja, aber das ist ja, also das ist ja auch teilweise nicht passiert, weil du halt irgendwie einen Kill gemacht hast und dann war ich Topside. Und dann bin ich gestorben, weil du halt noch nicht ready warst. Wann? Jetzt gerade. Nein, aber das war einfach nur Int. Das war einfach nur Int von dir. Ja, aber okay, sag mal, ich bin jetzt nicht Topside, sondern ich gehe jetzt Base und gehe Botside, okay? Ja. Dann bist du jetzt wieder auf einer schlechten Wave und bist wieder allein. Wieso ist es eine schlechte Wave? Push die nicht in die Gegner rein? Ja, bei Slowpush. Die können mich nicht diven oder so. Die haben auch gerade mich davor gedeiht. Die hätte ich hier jetzt Botside gehen können, ja. Und dann habe ich meinen Ult benutzt. Das würde gehen, ja. Bloß, also, wenn du jetzt hier sagst, also ist egal, was ich mit der Wave mache, ich fange überhaupt mal an, sie zu pushen, weil du halt um Hilfe bittest, right? Für die Camps, Topside. Aber komm zu mir jetzt einfach in, auch wenn ich die Wave kollapse, kannst du schon nicht kollapsen. Ich weiß auch, dass es wahrscheinlich in das, ja. Okay. Ich probier's bloß zu outplayen. Wahrscheinlich, okay. Ich würde auch, also, Harold ist actually für dich nicht gut Toplane, weil ich bully so hart, dass ich nicht die Lane loswerden will. Und ich verstehe es ja auch komplett, wenn wir Botside spielen und Drakes kriegen. Ich finde es ja auch turbo geil. Und ich habe ja jetzt auch keine allwissende Antwort, wo du genauso anders puffen solltest, damit ich Ressourcen kriege. Muss mal, also. Es gibt halt safe an irgendeinem Punkt Windows. Und ich würde die ganz gerne mal einfach spielen, weil sowas hier war halt die halbe Landing Phase, right? Ich hol mir mal ein Getränk, während ihr das ausdiskutiert. Nein, es gibt ja nicht viel zu sagen. Keine Schläge unter die Gürtellinie. Hm? Nein, aber ich finde auch gut, dass wir für Harold und so, dass wir für Drake und so gehen können. Ich finde es ja nicht bad. Ich habe gar keinen richtigen Punkt jetzt, ich habe jetzt auch kein Review vorbereitet oder so. Willst du einfach nur weinen oder was? Was heißt Wein? Ich will, dass du aktiver für Windows guckst, weil ich dafür richtig oft sage, calle im Game und du mich einfach jedes Mal shutdownst. Und das ist schon den ganzen Split so und dann haben wir sogar gesagt, dann gib mir aber doch mal ein Window, was besser wäre zu tun, als das, was ich gemacht habe. Okay, warte, lass mich gucken. Das ist ja, also das würde ich einfach gerne mal sehen. Der still plötzlich. Ja, wir gucken gerade. Wie gesagt, ich habe kein Video vorbereitet und ich finde unser Playstyle auch gut. Ich mag Drake. Ich habe nur einen Witz gemacht, ist gut. Okay, cool, weil, I don't know, ich kann noch 10-mal sagen, dass ich es geil finde und, I don't know, ist ja nichts, dass ich flame das doch nicht. Du musst, dass wir aktiver gucken, weil du hast ja sogar mit mir agreed. Wir hatten ja mehrere Games, wo wir gesagt haben, right, wir spielen für Botlane, solange das Botlane lost ist, dann ganken wir Toplane. Das ist sehr oft der Fall. In dem Fall haben wir gewonnen. Wir haben Botlane gut, das Dom. Deswegen ist ja dieses Game geil, right? Ja. Deswegen ist doch gut, dieses Game. Aber du verstehst doch meinen Punkt, right? Ich verstehe schon deinen Punkt, natürlich. Cool, weil du, nachdem du gefragt hast, ob ich nur weinen will, war ich ein bisschen verunsichert, ob du verstanden hast, was ich meine. Es geht jetzt um dieses Game. Es geht um jedes Game. Deswegen habe ich auch gesagt. Deswegen habe ich ja vom Split auch geredet, vom ganzen Split. Okay. Zum Beispiel, hier habe ich verschuldet, wir können auch für deren Camp spielen, right? Und dann hast du aber, ich will clearen. Und dann, wie kommst du neben mir und ich muss den Joani solo killen. Also, ja, aber ich meine, das kommt voll oft vor. Aber ich muss doch jetzt basen. Ja, I mean, I guess, du willst basen, I get it, right? Ich hätte aber vorher basen können und nicht clearen. I mean, ja. Das hätte eine Möglichkeit sein können, ja. Dann würde ich, aber geh mal zurück. Dann zeige ich dir, wie du das kommunizieren kannst. Okay. Noch mehr zurück, noch weiter. Jetzt schon, also obviously kommt, ist jedes einzelne Camp up. Und entweder kann ich jetzt mich dafür entscheiden, ich gehe jetzt erst Fulkin und dann Base und dann habe ich maximal Items, ne? Und bin ready auf der Map. Oder, wenn du mir sagst, ich brauche dich in 30 Sekunden, dann kann ich doch jetzt einfach resetten, hab vielleicht ein Item weniger, ein Longsword weniger, aber bin dann auf der Map mit dir und kann Play machen. Aber obviously kann ich nicht, nachdem ich gefulkiert habe, mit 3000 Gold ein Play machen. Mhm, okay. Aber also, ja, wenn du mir das früh genug sagst, dann kann ich früh genug nicht clearen und dann auf der Map sein. Ich glaube, es gibt realistisch gesehen auf Relegation und Playoffs einfach keine Situation, wo ich dich overrulen werde, wenn du halt farmen willst. Weil du wirst halt einfach farmen. Das ist voll okay, hier nicht zu full clearen. Ja, aber ne, warte, ich drück gleich Tab, right? Du hast Iron Spike Whip, Ich habe Goldrinker, Boots und dann, also je mehr ist fein. Wir können hier nichts machen, ist true. Du musst resetten. Nein, aber geh mal zurück. Ja, ich verstehe, dass du willst, dass aber ich dir sage, dass du früher resetten musst. Jetzt? Dann aber mein Call ist hier, ich werde dich niemals im Playoffs overrulen, dass du nicht deine full clear nicht machen wirst. Du wirst dein full clear machen, das weiß ich hundertprozentig. Aber ich finde das sogar besser, wenn du jetzt sagst, ey, wenn du in 30 Sekunden Toplane sein kannst, dann haben wir hier ein geiles 2v2. Dann gehe ich jetzt nach dem Wölfen basen. Das Einzige, was ich realistisch gesehen würde callen wollen, wäre vielleicht Blue Buff Invade, weil ansonsten kann ich dir nicht garantieren, dass die 2v2 uns fighten würden. Dann würde Sijun einfach auf K gehen und du kriegst nichts. Und dann sagst du wieder zu mir, wir haben nichts gemacht. So, aber wenn wir jetzt, okay, wir sagen hier, Blue Buff ist eine Minute, right? Wir können für den spielen. Mhm. Können 2v2 gewinnen, eine Minute spawnt Blue Buff. Dann würdest du sagen, okay, ich full cleare. Und wir spielen für Blue auf einer Minute, weil für eine Minute hast du genug Zeit.
Right? Also jetzt müssten ich kann dir nicht sagen, in 30 Sekunden brauche ich dich Top-Lane und wir gewinnen 2v2, weil dann wir gewinnen 2v2 immer, aber die Gegner müssen nicht fighten. Du siehst ja die Trades, sie okay, kann nicht aber was noch. Ist mit in 30 Sekunden können wir dieses Play aufsetzen? Ich habe hier über ich kann fucking Sound anmachen. Ich habe die Voice-Comps da drin. Ich habe über Invade geredet hier. Ich glaube, eigentlich war das fein. Oder? Weißt du, wann ich die Entscheidung treffe, zu full clearen? Nach den Wölfen. Da, also für mich ist jetzt, okay, ab jetzt werde ich nichts tun, außer Raptoren, Red, Golem, Space. Ja, ich will ja mal kurz zuhören. Habt ihr auch Sound in dem Übertragungsding? Ja, haben wir. Ah, ich glaube, eigentlich war das fein, oder? Ich meine, es war offensichtlich nicht fein, weil wir 2 für 2 gespielt haben. Es hat halt ewig obwohl das ja ein, ich meine, das war halt ein Freak. Wo sind wir gerade? Ja, ich glaube schon, dass wir einfach den Leon da raus, ja. Was? Der permanent Tops der Pressure, wir können jederzeit invaden und alles. Das, aber, pausier mal, das ist so useless für mich. Ich habe jederzeit seid ihr immer noch am Paddeln, Kinder? 24/7 invaden, aber also das ist kind of, das geht nee, links ja, rein das, und rechts aber okay, raus, ne? Mein Problem ist, dann kann ich dir nicht, ich kann dir aber nicht sagen, was wir sonst machen sollen. Weil nee, ich kann dir callen, wir gewinnen. Ja, aber Arwin, du verstehst meinen Punkt, dass ich dir das nicht callen kann. 30 Sekunden, wir gewinnen Toplane, ich will dich da haben. Die muss mich nicht fighten. Ich kann AFK gehen. Und was genau willst du dann von mir? Dass wir noch Windows? Okay, Leute, bitte. Das ist jetzt das dritte Mal heute, dass wir eine Diskussion haben, die sich nur im Kreis drehen, wo zwei unterschiedliche Meinungen sind. Und wir werden dazu, also, ihr habt jetzt 10 Minuten diskutiert. Was sollen dann? Ich überlegt euch eine klare Formulierung eurer Standpunkte. Mach mich so schwer begreiflich. Arguin, ich bin super happy mit deinem Game und dem, was wir gemacht haben in diesem Games. Ich will einfach nur, dass wir mehr für solche Windows bereit sind, Topset auch mal zu spielen, weil du auch agreed hast, was das angeht. Aber bitte spiel so weiter. Du full clearst, wir kriegen Drakes, ich feier's. Ist gut für uns. Aber das habe ich doch 10-mal gesagt. Es ist einfach ein sehr allgemeines Ding. Aber ich finde meinen Punkt nachvollziehbar, dass wenn mein Jungler literally neben mir recallt und ich jemanden killen kann und den dann kille, dass man das fand ich auch ein bisschen awkward, aber ich ja, du recallst neben mir und sie stirbt. Ja, mit einem Ohr, was ich noch sagen soll. Aber ich weiß, weil du kriegst das ja, so, ich muss ja nicht da sein. Ich habe eigentlich das alles, was ich sagen kann. Okay. Gut, und damit schließen wir es ab. Ab fürs nächste Stream. Sehr gut, sehr gut. Ihr könnt mich einladen. Rausgearbeitet. Schön. Wait, ja, wir haben auch alles angesprochen. Teamfights, Rotation, Spotlane. Ich gehe nicht mehr AFK in Fights. Ihr müsst mich nicht für Tuni benchen. Ich schwör, das passiert mir nicht mehr. Geil. Jetzt spiel ich Makaba. Brücke, ja, du hättest mir wenigstens face-to-face sagen können. Nee, ich brauche jetzt ein bisschen Unterstützung auf Bord. Arguin, hilf mir. Warum müssen jetzt Leute gebannt werden? Nee. Keine Ahnung, wir werden wieder irgendwelche Leute gebannt, die mich wohl anscheinend geflamed haben. Ja, ich flame ständig Leute. Ich musste alle eure Namen gerade auf die Dingsliste packen. Also, dass man eure Namen nicht mehr schreiben kann. Auf die Blacklist? Twitch ja. Ist so schlecht darin zu aber erkennen, ihr, wann man auch einfach mal konstruktiv das diskutieren kann. Das ist doch nicht stur. Ich verstehe halt nicht genau, ja. Was mich ändern soll. Das ist nicht stur sein. Wollen wir schon mal in die Lobby gehen? Nein, da hat der Twitch.